111 Tage Winterpause ist doch ein bisschen lang. Und darum unterbrechen wir diese Pause mit einer Spezialausgabe im Austria Fan TV. Wir begrüßen euch aus der Mitte, aus dem Herzen des Wörthersee-Stadions. Wir schauen uns die Highlights dieser Herbstsaison gemeinsam an. Wir freuen uns auf viele Schmankerln und auf viele schöne Tore. Und die Saison begann mit einem Austria-Tor, das gar kein Austrianer geschossen hat. Viel Vergnügen! Und wir beginnen mit dem ersten Heimspiel gegen St. Florian. Eine neu formierte Mannschaft beginnt die Reise durch die Herbstmeisterschaft. Und bereits nach 19 Minuten das 1:0 für die Austria. Und das durch ein Eigentor von Florian Fellinger. Wir sagen natürlich Dankeschön. Christian Prafter mit der Hereingabe und Florian Fellinger mit einer Abwehraktion, die er so wohl nicht geplant hatte. Und nur 7 Minuten später diese Aktion, ein schöner langer Ball von Marco Duschak und Sandro Zaccani vollendet. 2:0 für die Austria nach nicht einmal 30 Spielminuten, ein Auftakt nach Maß. Aber die Austria-Maschine läuft noch nicht einwandfrei. Noch kurz vor der Pause der etwas glückliche Anschlusstreffer für die Oberösterreicher zum 1:2. Und gleich nach der Pause missglückte Abseitsfalle der Austria-Abwehr und plötzlich 2:2. Die Oberösterreicher mit 100%iger Ausbeute. 2 Chancen und 2 Tore. Und Mani Bender sollte ab dem Zeitpunkt nie mehr das violette Leiberl tragen. Wenn man eigentlich zu Hause 2:2 spielt und der Gegner eigentlich, glaube ich, keine einzige Torschance gehabt hat, keinen einzigen Schuss aufs Tor gehabt hat, ja, keine einzige Torschance gehabt hat, dann ist es natürlich traurig, wenn man dann eigentlich, sage ich mal, 2:2 spielt. Ja. Aber nur eine Woche später ist der Frust vorbei. Die Austria gewinnt bei den Sturmamateuren mit 2:1 durch Tore von Patrick Eller und Reiko Repp. Der Fluch ist damit besiegt. Der erste Sieg für die Austria auf Grazer Boden. Und damit kommt die Austria in Schwung. In der dritten Runde das Derby gegen ATSV Wolfsberg und Sandro Zaccani mit einem schönen Führungstreffer zum 1:0. Die Austria danach sehr initiativ, Angriff um Angriff, so wie hier ein Hammer durch Reiko Repp. Und nur selten muss Filip Mitrovic so wie in dieser Szene eingreifen. Die Entscheidung dann in der zweiten Halbzeit. Schöner Angriff über die linke Seite und dann ist er zur Stelle. Armin Spreko mit seinem ersten Treffer im violetten Dress. Und der Jubel natürlich riesengroß. Man sieht Mani Bender ab sofort im schwarzen Hemd. Ein bisschen Aberglaube gehört im Fußball auch dazu. Der Endstand 2:0 für die Austria, da kann man auch einen Stangenschuss verschmerzen. Sieben Punkte aus den ersten drei Runden. Ist das in etwa das Ziel, das du dir selber gesetzt hast? Ja, punktemäßig setzen wir uns jetzt keine Ziele. Ja, wir wollen uns stabilisieren, was ich schon mal die ganze Zeit gesagt habe. Und wir stehen kompakt, wir spielen guten Fußball. Und das ist, glaube ich, mal das Entscheidende. Und wenn wir so weiterarbeiten, glaube ich, dann kommen ja die Punkte von alleine. Und stabilisiert hat man sich in jedem Fall beim SHK. Nach vielen, vielen langen Jahren ein historischer Erfolg für die Austria. 4:0 am Ende des Abends und es hat begonnen mit einem schönen Treffer von Sandro Zaccani. Der wurde gefeiert, natürlich bei den Fans. Doch der zweite Treffer, wieder eingeleitet von Patrick Eller, ein
unglaublich beeindruckender Antritt von ihm. Und er bleibt auch am Ball und vollendet mit dem 2:0. Und viele fragen sich, wo nimmt dieser Mann nur seine Kraft her? Auch in der zweiten Halbzeit viele Offensivaktionen der Violetten, so wie hier über Fabian Miesenböck von links. Und wieder ist er zur Stelle, schöner Haken und Patrick Eller mit dem nächsten Treffer. Und noch einmal konnten die Violetten-Fans jubeln, das 4:0 mit etwas Glück, abgefälscht durch Vedran Vinko. Danach Riesenjubel bei den Violetten. Dann die fünfte Runde, das Heimspiel gegen Allerheiligen. Bekanntlich ein sehr harter und schwerer Gegner. Das sollte sich auch an diesem Abend zeigen, auch wenn der Auftakt nach Maß läuft. Bernd Kager mit dem 1:0. Der Mittelfeldmotor ausnahmsweise als Vollstrecker. Es ist sogar der alles entscheidende Treffer. Ja, unglaublich, 1:0, Torschütze Bernd Kager, und da steht er schon neben uns. Bernd, wie war für dich dieses 1:0? Ja, ein einmaliges Erlebnis. Also wir haben super einen Mirnes auf der rechten Seite freigespielt. Der hat dann eine sehr gute Flanke in die Mitte geschlagen, der Vedran hat irgendwie verlängert noch. Und ich habe zum Glück dann auf der zweiten Stange mit meinem schwächeren Linken abstammen können. Einstudiert? Ja, wie man Mirnes freispielen, das war schon einstudiert. In der Mitte gehört dann immer Glück dazu, er muss halt richtig positioniert sein. Und ja, dass ich da so zu einem Ball komme, ist sicher nicht, die passiert sicher nicht so oft, aber ich freue mich wirklich, dass das mal funktioniert hat. Ebenfalls ganz wichtig in diesem Spiel, Filip Mitrovic im Stile von Manuel Neuer. Wenn du gewinnst 2:1, die Mannschaft ist zufrieden mit 2:1, ich bin auch mit 3 Punkten zufrieden, sicher, aber wenn du 0 hast, es geht nicht besser. Und ja, wenn es noch 3 Spiele, ich hoffe, es wird weiter sein. Mit der Abwehr, ich werde nichts reden, weil ich habe auch nichts geredet bevor die Spiele, ich wollte nichts sagen. Wir machen unsere Arbeit und wenn es sein muss, dann muss es sein. Und ja, bis jetzt ist es so gegangen, es soll auch weitergehen. Auch die Stars der Schlagerszene immer wieder im Wörthersee-Stadion zu Gast. Endstand 1:0 und das dritte Shutout für Filip Mitrovic. Und jetzt bin ich stolz auf mich, dass ich jetzt mit dabei bin und dass ich mit so einer Mannschaft jetzt dabei bin nach vorne. Ja, die Ziele sind so, dass wir jetzt nur oben, dass wir jetzt das schauen, dass wir alle Spiele gut abspielen. Was es wird, wird es. Ja, das war es einfach von mir. Das ist es. Und nach einem 2:2 in Gurten steht die Austria nicht im Regen und freut sich auf das Heimspiel gegen Weiz. Die Steirer seit 36 Spielen bereits unbesiegt, aber das sollte sich in der 7. Runde ändern. Durch diesen Mann, durch Rajko Rep, der den Torreigen eröffnet mit einem prachtvollen Freistoß zum 1:0. Und es bleibt nicht sein einziger Treffer an diesem Abend. Kurz darauf das 2:0, schön herausgespielt. Fabian Miesenböck über links und in der Mitte, da lauert er schon, Rajko Rep. Und hier zeigt sich der neue Spielstil unter Mani Bender, das offensive Pressing.
Immer wieder holt sich die Austria in der Offensive den Ball und macht das Spiel für den Gegner sehr eng. Geht noch. Eine Ballstaffette nach der anderen. Jetzt brennt der Hut. Und wunderschön, der Treffer zum 3:0 nach schöner Flanke von der rechten Seite ist er wieder zur Stelle, Reiko Repp, diesmal mit den Köpfchen. Reiko Repp seit dem Frühjahr bei der Austria und jetzt in absoluter Höchstform. Hattrick gegen Weiz. Wer hätte das gedacht? Želim biti više, više i to se dešava. Tako mi je super, sad treba tu formu držati i nastaviti tako dalje. Er sagt, er ist jetzt eben 7-8 Monate hier. Jetzt hat er sich langsam an das Leben hier gewöhnt, an alles gewöhnt, eingelebt. Und jetzt heißt es, das Schwierige ist jetzt eben, die Form zu behalten und eben weiter so zu Leistung, weiter so die Leistungen zu bringen. 47. Spielminute, schon wieder die Austria hatte aber noch immer nicht genug und das 4:0 durch Armin Spreko, Reiko Repp diesmal als Vorbereiter. Und mit diesem 4:0 übernimmt die Austria erstmals die Tabellenführung. Wir haben ja gewusst, dass mit Weiz relativ starke Gegner kommt, ja, die was seit 36 Spieltagen ungeschlagen sind. Und wir haben sie auch zweimal gesehen. Wir haben gewusst, dass sie, würde man sagen, mit Sicherheit einer der physisch stärksten Mannschaften sind in der Regionalliga. Ja, die haben sechs Mann drin, die sind richtige Kanten mit 1,90. Ja, aber wir haben das gewusst und wir waren darauf eingestellt und haben uns, sagen wir, von der ersten Sekunde an waren wir da in den Zweikämpfen, waren präsent. Und das war optimal. Ja, liebe Austria-Fans, das waren die Highlights vom Spiel Austria gegen Steyr. Verwirrung nach so vielen Treffern. Auf den nächsten Auswärtssieg! Auf das nächste 4:0! Hey, Läufer! Und wie man hört, beste Stimmung beim 4:0 in Pasching. Fabian, erstmal als Kapitän für Christian Prafter, der leider krank gewesen ist. Wie war das Gefühl heute mit der Schleife? Ja, natürlich schön. Das ist immer was Besonderes, wenn man Kapitän ist und ich bin zwar nicht froh, dass der Prafti krank geworden ist, aber natürlich freue ich mich, dass ich einmal die Schleifen tragen darf, überhaupt für meinen Heimatverein. Ja, ist schon ein gutes Gefühl, ja. Fabian Miesenböck, wie in dieser Situation, voll motiviert im Heimspiel gegen Vöcklermarkt. Und dennoch gehen die Oberösterreicher in Führung. Nach einem Freistoß ist Philipp Rentsch als schnellster zur Stelle. Keine Chance für Filip Dmitrovic. Aber nach der Pause die Austria wieder ganz in ihrem Element. Und Sandro Zaccani beweist einmal mehr, er hat den richtigen Riecher. Und zack, 1:1. Auch für ihn ein kurioser Treffer. Ja, das ist auf einmal so passiert. Ich meine, es war eine gute Aktion, erster. Und da wäre es jetzt noch zum Tormann. Und der Ball liegt von mir, das muss ich am Anfang eigentlich nur reinkriegen, aber dass es so knapp war. Hätte man nicht gedacht, das hat genau neben die Stange gepasst.
Und danach hast du Küsschen gezeigt und auf jemanden auf der Tribüne hingeschaut. Wer war der Adressat? Ja, normal private Sachen werden wir nicht, aber ja, es war für meine Freundin, für die Linda und das war das da war für sie und dass es mir heute gelungen ist, hätte man nicht gedacht, aber ja, das war für sie, ja. Und da Filip Dmitrovic an diesem Abend nichts mehr zuließ, kam das, was kommen musste. Wieder ein Angriff der Austria und Patrick Eller ist wieder einmal zur Stelle. Schöne Vorarbeit von Bernd Kager und der Slowene vollendet. Ja, dobro so odigrali v sredini, podaja Kagerju in Kager je odigral mene s prve. In se jemo druge kudarit. Er sagt, die haben das sehr gut durch die Mitte gespielt. Dann ist der Ball zum Bernd Kager gekommen, der hat gleich im ersten Tag durchgesteckt und er hat dann auch nicht mehr viel machen müssen, außer den Ball eben reinschieben. 2:1 für die Austria, doch einer fehlt noch. Ganz genau. Der Mann mit der Nummer 9, Rajko Rep, mit einem prachtvollen Treffer zum 3:1 für die Violetten. Milan Sapadic, der Debütant mit der Vorarbeit und Rajko Rep mit dem Heber. Milan, wie war das für dich heute, das dritte Tor? Ja, der Jamie erobert sensationell den Ball hinten rechts. Der Eller spielt ihn zu mir in die Mitte und ich höre den Rep schon hinten schreien, warte. Und dann habe ich ihn nur mehr reinstecken müssen da in dieses Loch da und der hat ihn dann reingeschlänzt. Mani Bender, nach einem Spiel wie heute, was sagt man noch zu dem Spiel und wie steht es heute um dein Nervenkostüm? Ja, ich habe unter der Woche schon mit der Mannschaft, habe ich sie schon gewarnt, dass es ein extrem unangenehmer Gegner wird, dass man da vor allem in der kompletten Liga muss man jeden Gegner mit 100% Einsatz und Kampfeswille entgegenkommen, weil sie sind zwar in der Tabelle ziemlich weit hinten gewesen, aber man hat trotzdem gesehen, sie waren sehr gut eingestellt auf uns, sind mit 11 Mann hinten Ring gestanden und es ist natürlich dann auch gleich zugute gekommen, dass nach 5 Minuten noch ein Standard 1-0 in Führung gegangen ist, aber wie wir dann trotzdem auf dieses 0-1 reagiert haben, das ist à la Bonheur, ja. Wolfsberg wird violett, das Motto für das Derby bei den WRC-Amateuren. Und tatsächlich, die Mannschaft feiert mit den Fans einen 4:0-Erfolg im Lavantal. Mann des Spiels, Armin Spreko mit 2 Treffern. Hallo, ich bin Armin Spreko, danke für guten Support. Liebe Fans, nächste schon wieder. In der 11. Runde das Heimspiel gegen Verfolger Vorwärts Steyr. Auch der Landeshauptmann ist mit dabei. Es winkt die Chance, in die zweite höchste Spielklasse aufzusteigen. Eine Chance, auf die Klagenfurt lange wartet. Und ich wünsche Peter Svetic, seinem Team und vor allem den Spieler alles, alles Gute, dass sie dieses große Ziel und wichtige Ziel für den Klagenfurter und darüber hinaus Kärntner Fußball erreichen. Und nach 15 Minuten schon das 1:0 durch unseren Mann für die Goldtreffer. Bernd Kager. Tor! 15. Spielminute, 1:0 für die Austria. Was für ein Schuss ins lange linke Eck. Bernd Kager, ein Goldtor. Und immer wenn du triffst für die Austria, ist es ein Siegestreffer. Ja, Gott sei Dank. Also die Situation war so, dass der Armin, der Sprecker, einen super Pass mir in die Tiefe gespielt hat. Ich meinen Namen mitgenommen und habe gedacht, hopp oder drop und haben ins lange Eck gehabt und bin natürlich überglücklich, dass ich da wieder das 1:0 heute gemacht habe und dass wir gewonnen haben. Danach viele, viele Chancen für die Violetten, so wie hier durch Taiwan McCargo. Aber der Schlussmann von Steyr, Reinhard Großalber, an diesem Abend einfach nicht mehr zu bezwingen. Die nächste Tausender-Chance durch McCargo und wieder Großalber.
Selbst Rajko Rep fand keine Lösung. Man muss natürlich auch schon ein Riesenkompliment machen an den Torwart von Steyr. Also sowas, was der gehalten hat, sowas muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ja. Ja, eigentlich hätten wir es wissen müssen. Ja. Immer wenn der Bernd das Tor macht, dann gewinnen wir 1-0. Ja. Also hätten wir eigentlich so normal dann sofort auf Defensive umschalten müssen. Aber nein, das kann ja meine Mannschaft gar nicht. Ja. Aber ich freue mich für den Bernd, weil er ist ein unheimlich wertvoller Spieler. Er ist der Motor mit dem Heimteam alle zusammen. Ja. Und ich bin froh, dass ich solche Spiele in meiner Mannschaft habe. Ja. Was soll ich sagen? Nur das Siegerstatement muss Bernd Kager wohl noch üben. Bitte. Schneid's doch schon aus. Danke, liebe Fans, für die super tolle Unterstützung heute beim 1-0-Sieg gegen den Titelkandidaten aus Steyr. Wir haben uns eine Position auf Nummer 1 gesichert. Danke, liebe Fans, für die Unterstützung heute beim 1-0-Sieg. Ihr wart wieder Wahnsinn, ihr wart wirklich unser 12. Mann. Ich hoffe, es geht so weiter und wir können ja auch. Ja, super, wir haben ja alle schon darauf gewartet, dass es jetzt aufwärts geht mit der SK Austria Klagenfurt hier in diesem wunderschönen, fertiggestellten Stadion. Die Infrastruktur passt und die sportliche Leistung wird jetzt immer besser, zieht nach. Und das ist eigentlich das, was wir uns alle wünschen haben. Und zumindest im Fußball ist dann die Lieblingsfarbe nicht blau, sondern? Ja, natürlich violett, aber das war früher schon so, weil ich war ja schon als kleiner Bub auch ein Austria-Klagenfurt-Fan. Mit meinem Vater damals viele Spiele gegangen. Es ist einfach der Heimverein und auf das soll man auch stolz sein, auf diese Tradition. Weiter geht es mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz und man sieht, bei der Austria läuft's. Sehr früh auch diesmal das 1-0 und wieder ist er zur Stelle, Bernd Kager. Niederösterreicher erstmals mit dem Kopf. Doch diesmal bricht seine Serie, denn es wird kein Goldtreffer. Denn Linzer mit dem 1:1 durch Boris Arapovic. Und wie man sieht, ein schön herausgespielter Treffer. Daraus wird eine hart umkämpfte Begegnung, bis es einem Mann zu viel wurde. Rajko Rep mit diesem 2:1. Der passt ganz genau. Und dann zeigt Patrick Eller einmal mehr, dass er trotz dünner Beine einen fetten Schuss hat und zum 3:1 trifft. Patrick Eller, auch in diesem Jahr der Torjäger der Violetten. Applaus aber auch für diese Rettungsaktion von Filip Dmitrovic. Philipp, 3:1 war die Austria vorne und dann diese unglaubliche Rettungsaktion. Wie hast du den jetzt ausgepackt?
Ja, ich will ja hinter jedem Ball hineingehen. Ich habe geredet mit dem Thomas, er hat gesagt, gehe zu jedem Ball und versuche ihn zu halten. Und ja, er war ganz schwierig auf die Seite, aber wenn du das willst, wenn du nicht mehr ein Tor kriegst, das hat mich viel geärgert und ich wollte keinen mehr kriegen. Ja, und das hat mir Unterstützung gegeben, dass sie den Ball. Und der Jubel geht gleich weiter. Die Austria mit dem 5:2 in Karlsdorf. Zweifacher Torschütze McCargo. Liebe Austria-Fans, vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung beim Auswärtsspiel in Karlsdorf. Umso schöner, dass wir euch für eure Mühen mit dem 5:2 Auswärtssieg belohnen konnten. Ich hoffe, ihr kommt zum nächsten Heimspiel. Und ja, ich liebe die Austria. Die Austria damit Herbstmeister und das bereits 2 Runden vor dem Ende. Im Heimspiel gegen Lafnitz geht es aber wieder rund. Die Austria mit einer langen Verletztenliste und schon nach wenigen Minuten der Führungstreffer für die Steirer. Und weil hier der Elfmeterpfiff ausbleibt, heißt es lange Zeit zittern. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Aber dank toller Paraden wie hier von Filip Mitrovic bleibt die Austria im Spiel. Und sie schafft auch den Ausgleich, diesmal durch Armin Spreko, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Ja, das ist eine gute Flanke vom rechten Nachhausenspieler. Ella kommt und ein bisschen mit Linkfuß bisschen schießen und gehen und laden und ich bin in gute Position und das ist nicht schwer für mich. Ich just machen diese Tor. Bereits das 1:1, wie ein Sieg für die Austria, aber es sollte noch schöner kommen. Verantwortlich dafür einmal mehr Patrick Eller. Ein leidenschaftlicher Antritt. Er ist nicht mehr aufzuhalten und das 2:1 für die Austria ist da. Patrick, 11 Tore bereits in diesem Herbst gemacht. Wie soll das weitergehen? Das ist ein nice goal. Zdaj moraš dalje, pa kaj praviš za dalje? Ja mislim, da s tako ekipo in za vsem tako, ko je, ne bi smelo biti problemov, da bi dajo še naprej kakšne volje. To je to. Sagt, wir haben wirklich gut Mannschaft und für Erich das nicht schwer, wenn habe immer ein, zwei Chance und immer schießen Tor und das muss machen weiter und so ist. Und riesengroß der Jubel über den Schlusspunkt durch Armin Spreko. Eine schön herausgespielte Aktion. Die einzige Niederlage der Herbstsaison ausgerechnet in Wallern, 1:2, trotz des Traumtors von Reiko Repp, da staunt auch der Reporter aus Oberösterreich. Knallt er die Kugel unter die Querlatte des Tors der Heimmannschaft. Ein bitterer, wenn zugegeben, auch wieder schöner Treffer. Ein Auftakt nach Maß auch im letzten Spiel in St. Florian. Schneller Angriff über Repp und Zaccani. Mit dem Blitztor nach 150 Sekunden, sofort der Blick nach oben zu seiner Mama, die ihm hier sicher zugeschaut hat bei diesem 1:0. Und dann das 3:0 durch Reiko Repp und die Schilderung des Kollegen aus Oberösterreich. Richtig guten Schuss, 3:0, so einfach geht das.
müßig, darüber zu diskutieren, ob der Florianer Schlussmann hier eine Chance hatte. Rep darf man so einfach. Den Schlusspunkt vor der Winterpause setzt Sandro Zaccani. Treffer Nummer 55 in diesem Herbst, eine absolute Rekordsaison. Und von St. Florian wieder zurück in unser schönes Wörthersee-Stadion. Nicht nur für die Kampfmannschaft war diese Saison eine ganz besondere, sondern auch für den Austria-Nachwuchs, von den Bambinis bis hin zu den Großen. Allen voran unsere U16 und unsere U18. Nach dem Meistertitel im Sommer folgte jetzt auch der Herbstmeistertitel. Herzliche Gratulation allen Spielern und allen Mitarbeitern, allen voran an die Nachwuchsleitung unter Stefan Betschnik, Wolfgang Zaccani und Nathalie Biermann. Und ein herzliches Dankeschön auch heuer wieder an unsere Anna. Ja, liebe Austria-Fans, das waren die Highlights dieser Herbstsaison. Ich darf mich im Namen des... Mein Handy? Toni, lass es polstern. Was will denn der Toni? Hallo, liebe Austria Klagenfurt. Hier ist der Toni Polster. Ich möchte es mir nicht nehmen lassen, euch zu gratulieren zum hervorragenden Herbst, zu der tollen Saison. Ich glaube, am Ende müsste und sollte der Aufstieg stehen und dann kommt ihr endlich wieder dorthin, wo ihr hingehört, nämlich in den bezahlten Fußball. Und dazu wünsche ich euch viel Glück, frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Euer Toni Polster. Hi, hier spricht Slatko Junusovic. Gratulation zum ersten Platz und zu den Leistungen. Nicht vergessen, im Frühjahr das Ganze zu bestätigen, aber im Moment sehe ich nur eins, genießen. Habt eine schöne Weihnachtsfeier, wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao. Hallo Austria Klagenfurt, hier ist der Orte aus Wien. Wie die meisten von euch wissen, ich habe ja 2 Jahre in Kärnten verbringen dürfen, war eine tolle Zeit, habe viele Freunde nach wie vor dort. Ich möchte aber an dieser Stelle vor allem für den tollen Herbst gratulieren. Ich weiß, mein Freund Marcel Keterer von Vorarlberg Steyr, dann wird es nicht so schmecken. Aber ich habe so das Gefühl, dass ihr euch das sowieso nicht mehr nehmen lasst und wünsche euch wirklich nur das Beste fürs Frühjahr. Ich glaube, ihr macht es das sicher, weil ich bin schon auch der Meinung, das ist ein schönes Stadion und ich bleibe dabei. Auch wenn die grünen Freunde jetzt das Stadion bauen hier in Wien, das bleibt das Schönste in Österreichs und darauf können sie wirklich stolz sein und deswegen gehört es auch zumindest eine Etage höher wieder. Ja, liebe Grüße aus Wien auf alle Fälle von mir. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, nur das Beste fürs Frühjahr. Und ja, macht es gut. Euer Orte. Hallo Austria Klagenfurt, ihr habt ein super Jahr hinter euch. Ich hoffe, dass das nächste Jahr mindestens genauso erfolgreich ablaufen wird. Ich werde natürlich einmal im Stadion vorbeischauen und euch persönlich anfeuern. Auch den Nachwuchsspielern alles, alles Gute, ihr habt es super gemacht. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Glück, Bussi, Baba. Boah, sensationell. Aber einen dürfen wir auch nicht vergessen. Wir, die Austria, keiner wird es wagen, unseren Winterkönig zu schlagen. Großartig, der Willi und die Austria-Fans, mehr als nur der 12. Mann. Damit endet diese Sonderausgabe im Austria-Fan-TV. Ein herzliches Dankeschön an euch und an den Produzenten Gerdi Obersteiner. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Frühjahr. Bis dahin sage ich nur noch eines, ich liebe die Austria. Ja, liebe Austria-Fans, liebe Funktionäre und alles rundherum, ich wollte mich auch bei euch recht herzlich bedanken, das ist sensationell, was wir da zurzeit machen und ich liebe die Austria.